Du hast keine Ahnung, wie sehr ich gequält werde. Meine Kehle schnürt sich zu und ich krieg keine Luft. Ich meine, klar, wir können rumsitzen und uns vorstellen, dass sich irgendwas eines Tages ändert, aber jetzt ist jetzt und jetzt ist alles total scheiße. Es ist niemand da, mit dem ich reden kann. Ich ertrage es einfach nicht, länger allein zu sein. Ich hab gelitten. Hab nicht nachgedacht, wem ich wehtue. Und dieser Schmerz wird nicht einfach weg sein. Ist schon klar, ich bin scheiße. Ich bin scheiße in meinem Job, ich bin scheiße als Ehefrau, ich bin nur scheiße. Ich bin sicher, wir haben das Gefühl, alles würde über ihn zusammenstürzen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss was tun, aber ich schaffe es nicht. Ich fühle mich wie ein Eisklumpen. Ich bin buchstäblich hier festgefroren. Sie haben sie zerstört. Sie haben sie gewöhnlich genannt. Immer wieder haben sie ihr klargemacht, dass nichts, was sie tut, jemals gut genug ist. Das Leben. Ist scheiße. Es geht mir gut. Wirklich, mir geht's prima. Auch wenn's niemand glaubt, ich komme. Aber mir geht's gut. Es geht Ihnen nicht gut. Kommen Sie mir bloß nicht mit. Sie sollten. Uns geht es nicht gut. Es ist das Thema in meiner Familie, in meinem Leben. Und alle reden darüber. Ich bin bekannt dafür. Oh, Gretchen, die Versagerin. Nur um allen zu beweisen. Schon wieder. Wie armselig ich doch bin. Dass ich glücklich bin. Aber richtig glücklich bin ich nicht. Und wenn ich versuche, das zu ändern, wenn ich versuche, mich zu erinnern, wie sich Glück früher angefühlt hat, dann kann ich das nicht. Ich fühle keine Freude, ich fühle mich nicht inspiriert. Ich fühle nichts. Jeden Tag ignorieren wir, wie absolut kaputt diese Welt doch ist. Und wir gaukeln uns vor, dass alles wieder gut werden wird. Aber nichts wird wieder gut. Ich fühle mich komplett daneben. So wie jetzt bin ich nicht. Wie konnte ich dieser Mensch bloß werden? Es ist alles so grauenvoll. Es bricht alles zusammen. Wenn ich mir meine Freunde so ansehe, haben die ihr Leben total im Griff. Alle kommen in ihrem Leben voran, nur ich sitze immer noch hier. Und nichts tut sich. Es läuft gerade einfach so wahnsinnig viel schief und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich sollte viel stärker sein. Ja, das sollte ich. Und ich will keine Person sein, die Hilfe braucht. Nur ich fühle mich total allein. Es tut mir leid. Ich hab's wirklich versucht.